Deutschland und Frankreich arbeiten eng zusammen im Klimaschutz. Wir sind hier im französischen Pavillon. Staatssekretärin Schwarzelö-Sutter spricht gerade mit der französischen Amtskollegin Poisson. Kleine Inselstaaten und der Klimawandel. Wichtiges Thema hier auf der COP23. Wie laufen die Verhandlungen dazu und was kann Deutschland tun? Wir diskutieren gleich mit dem ehemaligen Präsidenten von Kiribati, Anote Tong. Frau Ministerin, Sie sind hier für die Verhandlungen, haben aber gerade auch ein Interview bei Facebook Live gegeben. Warum ist das auch wichtig? Es kommt ja darauf an, dass alle Menschen wissen, was wir tun und dass sie auch verstehen, worum es geht, wenn wir denn vom Klimaschutz und von der Bekämpfung des Klimawandels reden. Und bei Facebook, da erreichen wir natürlich, das wissen wir, besonders viele junge Menschen. Und gerade für die ist ja überlebenswichtig, wie es denn weitergeht mit unserem Klima. Darum möchte ich, dass sie auch verstehen, was hier los ist und sich möglicherweise auch in ihrem Umfeld engagieren. Außerdem hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks an einem Side-Event teilgenommen von Deutschland, von UNFCCC und der OECD. Dabei ging es auch um die Ergebnisse der deutschen G20-Präsidentschaft. Klare Botschaft: Klimapolitik ist zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik.